Hallo, einen wunderschönen guten Abend aus Dingesbühl. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal von Mika Caravan. Um was geht's heute? Einfach um Technik, was wir die Woche alles gemacht haben. Wir haben da hinten nur zwei Vans stehen, wo wir sauber ausgebaut haben, beziehungsweise noch dabei sind, den einen auszubauen. Da wollte ich euch mitnehmen und dann natürlich noch das vergessene Bild vom letzten Video. Stimmt, das habe ich nicht mit eingeblendet. Man soll manchmal nachts nichts arbeiten. Katastrophal, aber ich hole das nach. Und zwar jetzt. Das ist ein Wechselrichter der besonderen Art. Hat seine Dienste getan, aber halt leider nicht mehr zeitgemäß. Zu groß, zu schwer. Also ein Riesengerät. Also ihr seht's, das ist schon echter Knaller. So. Nun gehen wir mal zu uns in die Werkstatt und da erkläre ich euch einiges. Eins habe ich jetzt noch vergessen, bevor wir in die Werkstatt gehen. Und zwar die Bilder, wo wir alle von einem ganz, ganz, ganz lieben gewonnenen Freund Frank bekommen haben, der auf unserem Event fleißig fotografiert hat und wirklich mega bezaubernde Bilder geschossen hat. Die haben wir jetzt auf unserer Homepage unter unsere Events und ich zeige euch nur schnell, wo die auch wirklich sind. So Leute, hier sind wir auf unserer Homepage. Hier einfach akzeptieren drücken, damit ihr wirklich alles seht. Die Homepage als solches habe ich ja schon mal erklärt. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wo es zu den Bildern unseres Events geht. Und zwar müsst ihr hier einfach hier rechts oben auf dieses Feld hier drücken mit den vier Quadraten, weil das ist die Menü und hier findet ihr auf der linken Seite bei über uns unsere Events. Hier seht ihr das, unsere Events und da einfach drauf gehen und schon seid ihr hier. Clubtreffen, Campertreff 2021 und hier sind die ganzen Bilder zu sehen, die wirklich, wirklich wunderschön sind. Und wenn ihr so ein Bild aufmacht, dann habt ihr es in groß. Dann kann man natürlich auch hier hin und her wischen. Auch das geht. Überhaupt kein Problem. Man kann aber auch mit den Pfeiltasten, die hier sind, sich durch die Bilder swippen. Wenn euch ein Bild ganz besonders gut gefällt, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier auf der rechten oberen Ecke neben dem Kreuz ist hier der Pfeil zum Download. Das heißt, hier könnt ihr das Bild, wenn ihr hier drauf drückt, pam, macht ein Fenster, möchtest du das Bild runterlauben, erlauben, kannst du es downloaden. Ja, ich erlaube es und dann kann man eben ein Bild für sich auch selber runterladen und dann entsprechend speichern. Jetzt habe ich es auf meinem Rechner und kann es mir in irgendeinem Ordner hingeben. Und das finde ich echt eine tolle Sache, weil kann ja sein, dass das ein oder andere Bild euch gefällt und dann kann man das auch gleich hier sich runterholen, weil es sind schon echt mega Bilder. Also, aber ich zeige euch jetzt gar nicht mehr. Das wollte ich euch nur sagen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gern hier bei unserem Shop vorbeischauen, weil auch da gibt es immer wieder mal neue Sachen und neue Dinge zu stöbern. So, und jetzt gehen wir schnell in die Werkstatt. So, hier haben wir mal ein, ja, schönes Auto. Fahrgestell Ford, einen Karmann 4x4. Also, ihr seht's, 4x4. Mit wunderschönen ORC-Felgen. Also echt eine tolle Sache. Wenn man da gerade mal irgendwo stecken bleibt, man kommt halt echt wieder gut raus. Nasse Wiesen und so weiter, echt ein Riesenthema. Aufbau, hier hat sich der Kunde ja ein paar Steckdosen hingemacht und so weiter. Das nehme ich an, war er selber, weil er ja halt hier ein bisschen Strom braucht auf der dinetten Seite. Tisch zum Aufklappen, wo man das Ganze noch vergrößern kann. Dann haben wir hier natürlich noch die Badezimmergelegenheit, hier haben wir die Kochgelegenheit und also ein ganz schickes Fahrzeug. Ein Features, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut bei dem 4x4 und zwar ist es hier die Außendusche.
Das ist richtig cool gemacht. Hier ist der Anschluss. Zack, bumm. Und dann habe ich hier gleich eine Außendusche dran. Das finde ich hier hinten ganz schick, gerade bei 4x4 und so weiter. Also das, wenn man sich mal schnell abbrausen will, kann man sie hier hinter der Tür schnell ein bisschen abbrausen. Also das finde ich echt geil. Das macht, finde ich, mega Sinn. Was machen wir hier? Wir rüsten den natürlich wieder um auf Lithium. Ihr seht schon, wir haben heute alles aufgemacht, weil hier kommt einiges rein. Wir machen hier einen Wechselrichter rein. Wir machen zweimal 200 Amperestunden Lithium rein von WCS. Wir machen eine Netzumschaltung rein und dann kriegt er noch auf Kundenwunsch, den haben wir noch im Bestand gehabt, einen Smart Ladebooster 30 Ampere von Victron. Der kommt hier auch noch rein. Hier hat er sich nämlich schon einen Victron Solarregler reingebaut für seine Solartasche, den wir auch mit anschließen sollen. Und ja gut, dann machen wir das natürlich. Haben wir eh nur im Bestand gehabt, kein Problem. Und somit können wir den auch anbieten. Hier muss der zusätzliche FI rein. Netzumschaltung auch mal hier von innen zu sehen, wie das funktioniert. Natürlich mit zwei Relais, ganz klar. Weil je nachdem, welcher Strom freigeschalten wird, müssen natürlich zwei Relais, weil nicht das dann knallt, wenn die aufeinandertreffen. Und drum haben wir hier zwei Relais. Die alten Batterien haben wir schon ausgebaut. Da sehen wir, das Fach ist schon leer. Und die neuen Batterien kommen dann rein. Hier ist natürlich, kann man ganz gut gemacht, aber hier finde ich das halt schon wieder über die Kabel, die blanken Kabel hier einfach über diese Schrauben drüber gezogen. Ja, mei, ist halt nicht so mein Fall. Und wenn wir das hier sehen, wie viel. Ja, komm, hör mal auf. Alles gut. Das werden wir wieder so dementsprechend anschließen. Ein bisschen dimensionieren, alles ein wenig schützen, sauber verlegen, damit das alles eben ordentlich und sauber ausschaut. Das machen wir hier bei dem Fahrzeug. Und da sind wir jetzt gerade gut dabei. Und werden das, denke ich, relativ zeitnah auch gleich fertig kriegen. Und dann haben wir hier noch einen stehen. Da haben wir schon einen Batteriecomputer verbaut. Hier haben wir eine Maxvan verbaut. Und das erkläre ich gleich, was ich da mache. Aber für die Maxvan gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz aufs Dach. Ich hole bloß schnell mal die Leiter. So, da liegt sie. Und da das Auto natürlich von der Farbe her Anthrazit ist, haben wir hier natürlich auch eine passende Maxvan dazu genommen, damit es farblich ja gar nicht groß ausfällt. Schön mit schwarzen Sieger verklebt, damit es schön sauber ordentlich ausschaut, mit einem sauberen Kabelkanal durchzogen. Das ist natürlich eine geile Sache. Also das schaut mega aus. Da kann der Kunde wirklich zufrieden sein. Und wir haben hier auch noch genug Platzklassen, falls er mal Solaranlage möchte. Kriegen wir hier auch noch locker zwei Module kriegen wir locker drauf. Und da hat er dann auch noch die Möglichkeit, das zu tun. Jo, das finde ich richtig toll. Das schaut richtig cool aus. Und so schaut es außen aus. Jetzt schauen wir mal noch innen rein, weil da haben wir nämlich auch eine kleine Besonderheit gemacht. Voila, große Palette. Die haben wir heute angeliefert gekriegt. Und zwar haben wir hier, hau Rux, da ist noch ausgelegt, jawohl, hier den Schalter reingemacht, wo er den Maxvan zack einschalten kann. Dann leuchtet das rote Licht und jeder weiß sofort, Maxvan ist an. Und hier hinten kann man hinterlangen, da kann man ohne Probleme ausklipsen mit einer Hand, falls man mal die SIM-Karte wechseln will. Man muss ja nicht so oft hinterlangen, um die auszuwechseln. Und das ist natürlich dann schon eine geile Sache, weil dann ist der aufgeräumt, ist weg, stört hier im Schrank überhaupt nicht. Und hier kann man bequem ein- und ausschalten mit dem Schalter und dann ist das schön separiert. Also das finde ich ganz, ganz toll.
und ist uns richtig gut gelungen. So, dann haben wir hier den Batteriecomputer hergebaut. Dann müssen wir jetzt nur einstellen. Das werden wir dann noch tun. Ja, und dann haben wir jetzt hier vorne noch die Alarmanlage. Da bin ich gerade noch am Verbauen. Und was wir natürlich auch noch gemacht haben, die AirTune-Filter montiert. AirTune-Filter, hier seht ihr das. Hier kann ich es euch mal zeigen, wie das ausschaut in montierter Art und Weise. Ihr seht, hier hinter sind die, hinter der Klappe. Ne? Also man muss das Rädchen hier einfach einmal rausdrehen und dann kann man den schön festmachen da dahinter. Und die Klappe kann man dann wieder wunderbar verstellen. Also da ist er überhaupt nicht im Weg. Ganz im Gegenteil. Und dahinter sitzt dann der Filter. Und wenn man den einmal auswechseln muss, dann muss man natürlich nicht mehr den Rand wegmachen, sondern man klipst einfach diesen Flügel aus und kann den Filter rausholen, weil der Ring bleibt drin und steckt einfach den neuen Filter wieder drauf und fertig. Und schon habe ich eine wundergute, saubere Luft in dem Fahrzeug. Mir ist gerade aufgefallen, wundergut, ist auch ein schönes Wort. Aber egal, wie ist der Slogan von AirTune? Ihre Nase wird Augen machen. Und so ist es tatsächlich. Ich kann es nur immer wieder betonen, dass dieser Filter wirklich, wirklich in dem Wohnmobil, gerade auf den kleinen Raum, wo wir hier haben, in den kleinen Kubikraum, wo wir hier haben, echt wahre Wunder wirkt und die wirklichen Feinstaub da richtig rausholt. Und es ist einfach merklich in den Heizphasen, Lüftungsphasen und so weiter. Also das ist richtig cool. Ich weiß, es gibt natürlich auch für alles immer Kritiker. Da gibt es auch einen, der hat die auf YouTube ein bisschen kritisch dargestellt, die Filter. Ich habe danach auch nochmal mit ihm geschrieben, dass ich das nicht so schön finde, weil man muss es ja erst einmal eine Zeit lang ausprobieren, um das wirklich beurteilen zu können. Und ihr kennt mich jetzt, glaube ich, lang genug. Ich empfehle eigentlich nichts, was ich nicht selber teste und probiere. Das ist auch was mir meine Frau immer dafür schimpft, weil mein Wohnmobil eigentlich immer ausschaut wie eine Baustelle. Weil ich da ständig immer wieder was Neues reinbaue, immer wieder Dinge einfach ausprobiere. Ich muss es ausprobieren, weil sonst habe ich keine eigene Erfahrung und sonst kann ich den Kunden nicht mit ruhigem Gewissen solche Dinge auch empfehlen. Und ihr wisst auch, ich schlafe manchmal hier draußen vor meiner Tür, wenn es denn schon mal auch nachts später wird. Dann kann auch mal passieren, dass ich in meinem Wohnmobil da draußen nächtige und so schlafe ich relativ häufig auch in meinem Fahrzeug. Und seitdem ich die Filter da drin habe, kann ich euch schwören, schlafe ich einfach besser, weil die Luft einfach reiner ist. Das ist einfach so, da beißt die Maus keinen Faden ab und das ist auch der Grund, warum ich wirklich so hinter diesen Dingen stehe und die wärmstens empfehle, weil das echt eine geniale Sache ist. Ja, und jetzt kommt hier noch die Alarmanlage dazu. Da gibt es immer ein paar Dinge zu beachten. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht, weil da habe ich schon mal ein Video gemacht, wie ich die Alarmanlage einbaue. Aber ich möchte dennoch auf ein paar kleine Features hinweisen, wenn man so hier an dem Sicherungskasten arbeitet, weil das mache ich jetzt eigentlich aus einem Grund, weil mich da immer wieder erstaunt, wie manche Menschen hier arbeiten, die mal ein Radio verbaut haben und den am Speedsignal angeschlossen haben oder wie auch immer. Und ich meine, hier dran zu arbeiten und hier einen Fehler zu machen, das ist ja fatal, weil ich meine, das Ding steuert das ganze Auto. Also man kann schon fast sagen, das ist das Herz vom Fahrzeug, ne? Und da geht es dann schon los. Also jetzt machen wir hier mal so einen Stecker raus, um euch das einfach mal zu zeigen. Also da kann man einfach hier reindrücken, die Klammer ganz nach oben drücken und dann fliegt der Stecker einem schon fast entgegen. Wichtig ist, den Stecker durchdrücken bis zum Anschlag und dann ist er auch schon heraus. Dann ist hier so ein, so ein Kabelbinder. Das ist eine Zugentlastung. Ich entdecke immer wieder, dass die Dinger nicht mehr dran sind, wenn man mal an den Stecker ran muss und sich da ein Signal abgegriffen hat.
Hier zum Beispiel ist ein Signal abgegriffen worden, das grüne. Der geht nämlich hier durch und geht zum Radio. Das wurde, keine Ahnung, der Händler oder Serie, weiß ich nicht. Aber hier ist es relativ gut gemacht. Relativ gut, weil hier ist wieder der Verschluss hier hingemacht worden. Was mir persönlich jetzt überhaupt nicht gefällt und was ich persönlich auch nie anwenden würde, ist hier dieses Teil, was hier verbaut ist. Das kann man alles machen. Das ist sicherlich alles zugelassen, legitim. Ich persönlich sage, sorry Leute, das ist Push, weil mit den Dingern habe ich schon ganz, ganz viele Probleme gehabt, weil die nicht richtig geschlossen haben, weil die Kabel nicht richtig drin liegen. Und das ist das Einzige, was ich bei Tetronic, bei der Alarmanlage, ja immer wieder kritisiere. Hier, die schicken die Dinger auch mit. Das sind die Kabelklemmen, wo man hier nimmt. Und die legt man da rein und das andere schiebt man rein. Und das kennt ihr alle, das sind so Stromdiebe, nennt man das auch. Hier ist halt noch Fett dran, dass keine Feuchtigkeit rankommt. Ich weiß, dass ich gerade im Alarmanlagensektor ganz viele Fehlalarme, Schwierigkeiten, Kontaktschwierigkeiten mit den Klammern da hatte. Und weil ich verletzt damit die Adern, weil da kommen zwei so Scheren runter, da werden die Adern angeritzt. Wenn das Kabel nicht hundertprozentig sauber drin liegt, kann auch passieren, dass ich das Kabel abtrenne, kann auch passieren, dass ich das Kabel gar nicht richtig treffe und. Und von dem her finde ich die Dinger echt, Entschuldigung das Wort, scheiße, wenn man sowas verbaut. Ich weiß gar nicht, was da so schlimm ist. Es gibt heute alles für relativ gutes Geld, günstiges Geld. Hier so einen anständigen Akkulötkolben. Dann kann man das in einer relativ kurzen Zeit ohne große Probleme hier auch im Fahrzeug alles auflöten und dann danach wieder sauber abisolieren. Dann gibt es hier noch eine saubere Trennzange dafür, wo man auch Strecken in einem geschlossenen Kabel sauber raustrennen kann. Und finde ich, so macht man das richtig. Und wie das ausschaut, zeige ich euch jetzt. So, wir brauchen jetzt den grünen Stecker. Den haben wir jetzt als erstes rausgezogen. Und das, was wir jetzt als nächstes tun, ist mit dem Seitenschneider hier vorsichtig den Kabel, also den Kabelbinder zu lösen, damit wir die Steckeinheit sauber rausbringen. So. Dann nehmen wir uns jetzt hier einfach eine Stelle, am besten nicht hier vorne schneiden, weil da kann schon wieder sein, dass man Kabel mit durchtrennt. Ich mache das immer hier auf der Rückseite und dann kann man sauber auftrennen, dann kann man das Kabel nicht verletzen und schon ist er weg. Nur ganz wichtig, dass man danach auch wieder hinmacht. Dann haben wir hier zwei so Klammern, da gehen wir einfach mit so einem kleinen Schraubenzieher rein, ziehen die ein bisschen auf, gehen ein bisschen auf Spannung und zack. Dann rutscht die ganze Steckereinheit raus und das war's schon. Wie finden wir jetzt das richtige Kabel? Für die Alarmanlage ist es natürlich einmal für mich beschriftet. Zum zweiten steht hiervon jeweils eine Zahl. Der letzte Pin ist hier 60 und auf der Seite ist der letzte Pin dieser Reihe 15. Also weiß ich, eine Reihe hat 15 Pins und 15, 30, 45, 60 und so kann ich die ganz einfach durchzählen. Das ist gar nicht so schwer. So, ich habe jetzt hier mein Kabel gefunden und jetzt kann ich mit der Zange, wo ich vorhin gesagt habe, da komme ich jetzt hier mal ins Bild, einfach das Kabel hier vorsichtig reinlegen und einmal zack die Isolierung auftrennen und schon habe ich, ohne die Litzen zu verletzen, hier eine blanke Stelle. Das ist für mich perfekt. Weil hier kann ich jetzt ohne Probleme, ich lege hier jetzt ein bisschen was rein, damit mir das Kabel nicht wieder abhaut, dann dementsprechend mein anderes Kabel von der Vibro. Also jetzt in dem Fall ist es das blau-schwarze, was wir hier brauchen. Was wir natürlich auch noch ein bisschen kürzen, weil in der Länge brauchen wir es nicht. Das ist ja totaler Humbug. Also kürzen wir das ab, schmeißen das restliche Kabel weg. Und isolieren dann noch das eine Stück hier ab.
So. Zack. Jetzt haben wir hier auch das Blanke und ich nehme jetzt einfach das Kabel. Ich hoffe, es ist gut zu sehen. Leg die nebeneinander hin und tu die schön sauber ineinander drillen, sodass die richtig sauber drin liegen. Und so, das war's im Prinzip schon. Natürlich noch nicht ganz. Jetzt zoome ich euch da mal ein bisschen ran, dass ihr das sauber seht. Ich glaube, man kann es erkennen, ne? Genau, hier. So schaut es jetzt aus. Und jetzt holen wir den Lötkolben dazu und löten das Ganze sauber durch. Schalten den ein. Das ist eben das Schöne, der funktioniert mit Akku. Das ist echt genial. Er hat jetzt nur zwei Punkte, das sieht man da. Jetzt tauschen wir den nochmal kurz aus. Kleinen Moment. So, jetzt sind wir wieder fit. Jetzt sehen wir, der hat hoppala, beim Einschalten 4 Punkte. Die gehen dann wieder aus, klar, Energiesparen. Solange das grüne Licht hier blinkt, ist er am Aufheizen. Jetzt ist er schon heiß. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Lötzinn und löten einfach die Stelle hier schön sauber, ordentlich zusammen, schön erhitzen. Und dann von oben, dass das wirklich richtig durchfließt und eine schöne, glänzende, saubere Lötstelle ist. So, das ist gar nicht schwer. Es ist natürlich darauf zu achten, dass man richtig lötet. Man kann auch kalte Lötstellen fabrizieren. Da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, vielleicht auch ein bisschen vorher üben. Und jetzt haben wir eine schöne, saubere Lötstelle. An der Stelle ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Wir können jetzt keinen Schrumpfschlauch drüber machen. Klar, weil das ja alles ein geschlossenes System ist. Deswegen was ich nicht so gern mache, aber das gute Isolierband. Wenn wir das aber gründlich und sauber rummachen, dann ist das auch gut. Es geht ja darum, dass da natürlich keine Kontakte hinkommen und dass da nichts passiert. Und darum nehmen wir jetzt einfach ein Stück Isolierband und isolieren das schön sauber ordentlich ab. Das machen wir auch schön mit Gewissenhaft und ein bisschen Zeit, damit wir auch wirklich rauf und runter, ein bisschen drüber und rüber alle Stellen dann haben. Das ist natürlich, ja, jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen eine Fummelei, das ist es auch, aber das ist überhaupt kein Problem, weil es ist ohne Probleme machbar. So, und dann schaut die Stelle ordentlich aus, fertig und es ist verlötet. Und ja, die andere zeige ich euch jetzt nicht. Ich hole euch dann wieder, wenn wir wieder den Stecker montieren. So, jetzt haben wir den Stecker wieder hier fertig. Ich habe jetzt nur ein Kabel rangelötet. Dann mache ich hier noch einmal ein komplettes Band rum, so wie es hier auch ist, damit die Kabel schön zusammengehalten werden, damit die nicht wild umeinander fliegen. Das ist ganz wichtig. So, dann schieben wir einfach hier den Stecker wieder drüber. Das ist eigentlich keine wirkliche große Kunst. Der wird jetzt hier einfach wieder so drüber geschoben, hier reingeschoben, bis es Klick macht. Das war es eigentlich schon. Und jetzt ist aber ganz wichtig, den Kabelbinder rumzumachen. Warum ist das so wichtig? Weil jetzt würden die Kabel hier einfach dranhängen und sind nicht entlastet und können hier alle so runterknicken und abreißen und alles Mögliche. Und der Kabelbinder hat eben einfach seine Sinnhaftigkeit. Und darum ist es schon auch wichtig, dass man das alles wieder in den Urzustand zurücksetzt und auch hier wirklich wieder sauber arbeitet, weil man möchte ja nicht, wenn man im Urlaub ist, dann auf einmal eine böse Überraschung erleben. So, und jetzt werden die Kabel alle sauber hier reingedrückt, sind fixiert. Den schneiden wir ab, den Rest, sind fixiert und jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist eben die ganze Drucks. So, wenn wir jetzt den Stecker wieder reinstecken, einfach schön sauber wieder in die Führung geben und bis er drin ist, dann einfach den Hebel wieder umklappen, bis er einrastet, klack. Das gleiche machen wir jetzt wieder mit dem oberen und dann nach unten, klacks und schon ist alles wieder fertig. So einfach ist es und so wichtig ist es auch, dass man hier sauber arbeitet und dass man das ordentlich macht, weil danach kommen nur Probleme. Und glaubt mir eins, mit den Dingern hier, ich habe
ganz viele Kunden, die immer wieder kommen, ja, du bist doch Zitronenhändler, meine Alarmanlage funktioniert nicht, was kann das sein? Dann sage ich immer, Leute, ganz ehrlich, ihr müsst da hingehen, wo es eingebaut ist. Ich kann euch nur Tipps geben, weil sonst muss ich euch ja das Ganze nochmal verrechnen. Das ist ja Quatsch, weil das ist natürlich eine Zeit, wo man da braucht. Ja, ich knall hier die Anlage nicht in 2 Stunden rein. Das mache ich nicht, weil dabei kann nichts Anständiges rauskommen. Das geht einfach nicht. Man braucht für gewisse Dinge, wenn man sauber arbeiten will, einfach ein bisschen Zeit. Das ist einfach so. So, jetzt ist auch schon wieder dunkel draußen. Das war jetzt so ein bisschen aus unserer Werkstatt. Wieder ein paar Highlights. Die Woche endet mit 2 Vans. Den Hümer habe ich euch ja schon gezeigt und vorhin noch das Bild, das fehlende, eingeblendet, was ich vergessen habe. Und ja, so schaut's aus hier bei uns in Dingesbühl. Ja, liebe Camper, das ist alles in Dingesbühl heute so vonstatten gegangen in unserer Werkstatt die Woche. Ich möchte wieder und nochmal ganz, ganz intensiv, bitte nicht falsch verstehen, aber die brauchen jede Hilfe in unserer Spendenaktion erinnern, die wir immer wieder einblenden unten. Das ist ganz wichtig. Ich schreibe es aber das mal unter das Video in den Text mit rein, weil wenn ich es im Video einblende, hat mich ein freundlicher Abonnent darauf hingewiesen, das stimmt auch, dann verdeckt das natürlich unten immer das Bild, wenn man andere Dinge sehen möchte. Drum blende ich die oder schreibe ich die unten rein, so dass man dementsprechend auch hier unsere IBAN, unsere Kontonummer nochmal ablesen kann, falls jemand von euch noch 5 Euro spenden kann. Leute, ich kann es bloß immer wieder sagen, bitte unterstützt auch unsere Flutopfer. Die haben es wirklich bitter nötig. Auch wir wollen dort wieder auf den Campingplatz mal Urlaub machen, mal uns hinstellen. Und da müssen wir einfach ein bisschen mithelfen, da müssen wir ein bisschen tun. Und das finde ich schon ganz wichtig. Ja, in dem Sinn möchte ich mich ganz lieb bedanken. Wenn ihr was zum Mitteilen habt oder bitte auch für den Einbau. Ich bin um jeden Kommentar unter meinen Videos immer dankbar, damit ich weiß, welche Richtung euch gefällt. Zum einen, zum anderen, aber auch über ja, Kritiken, die konstruktiv sind, überhaupt kein Problem. Sehr gern. Alles andere mache ich, wie meine Kollegen mittlerweile, lösche ich ungesehen raus, weil ich brauche mich nicht beleidigen lassen und so weiter, aber damit auch gut, die werden einfach nicht veröffentlicht. Aber alles andere, auch konstruktive Kritik, ganz wichtig sogar, weil auch wir sind alle nicht perfekt, wir versuchen unser Bestes und da kann auch uns mal immer was durchrutschen. Ja, in dem Sinn möchte ich euch ganz lieb danken über ein Like. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wahnsinnig. Genauso wie wir uns über ein Abonnement, über jeden neuen Abonnenten freuen. Und ich sage ganz lieben Dank. Schöne Grüße an euch aus Dingesbühl. Bleibt gesund. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.